Ich suche die Motive nicht aus, sondern die Motive kommen auf mich zu. Ganz einfach. Die kommen auf mich zu, die springen auf mich ein und dann versuche ich sie zu fixieren. So sehe ich meine Motive. Par exemple, celle-ci, si je veux pouvoir être en chance, à vue des choses.
It's a way, it's a healing for me, basically, to create something which is relevant to my thoughts and, you know, my everyday encounters, you know, way of reflecting, you know, my inner self and my thoughts around, you know, spaces that I dwell in, you know, spaces that I walk. I mean, it's just a way to just reflect, you know. Yeah. It's a way of just being free and being myself and being the closest to myself or the person that I want to be. Studio, hein, on est à l'annexe, c'est, tout se passe très très bien. Ich gucke immer so ein bisschen rum, was kann ich denn gut gebrauchen und was ist vielleicht nutzbar, was man gut gebrauchen kann zum Basteln, vor allem auch Umwelt zu schützen, nicht, dass das alles dann nur im Müll landet und außerdem werden davon ja auch Tiere krank und Krähen, da können sie sich dann am Müll verschlucken, deswegen sammle ich dann manchmal so ein bisschen Müll von der Erde auch. Und daraus mache ich dann eben irgendwas wie kleine Häuser oder Schränke und so Kommoden. Ich habe auch ganz viele Schuhe gemacht. Also ich finde es eigentlich ganz gut, Müll zu sammeln und damit richtig was zu machen.
Ja.